Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Teste Freizeitparks TV hier aus der Eloria Erlebnisfabrik. In diesem Video nehmen wir euch mit auf den Presserundgang zur neuen Attraktion Exploria. Viel Spaß mit dem Video. Geben Sie noch einen kleinen warmen Applaus für den ersten Redner, der Geschäftsführer, Herr Michael Bierhahn. Bitte. Zunächst erstmal herzlichen Dank, dass Sie alle heute hier zu uns gekommen sind, der Einladung gefolgt sind. Es ist für uns ein ganz bedeutsamer Tag. Es liegt sehr viel Schweiß, Stress, auch Angst und Sorge auch hinter uns. Und wir freuen uns deswegen ganz, ganz besonders, dass wir heute unsere neue Hauptattraktion, den Motor von Eloria, heute vorstellen können und man eben auch ab heute auch dafür auch Tickets erwerben kann. Jetzt aber geht es um unsere neue Hauptattraktion, Exploria. Was ist Exploria? Exploria ist eine Erlebniskulisse, die in den 1920er Jahren nachempfunden wurde. Wir haben hier einen Straßenzug aufgebaut, den es so in Europa und der Welt nicht nochmal gibt. Zumindest nicht, um da drin selbstständig zu interagieren. Natürlich, wenn man überlegt, Filmstudios oder Filmpark Babelsberg zum Beispiel, da gibt es genau solche Kulissen, aber man kann als Gast höchstens vielleicht von der Tribüne zuschauen, aber man kann nicht da drin mitwirken. Was wir hier gemacht haben, ist zu sagen, man kann absolut ein Teil davon sein, ja, man kann fast sogar da drin leben. Mit dieser Kulisse verbinden wir vier verschiedene Erlebnisvarianten, also vier verschiedene Arten, in denen man in dieser Kulisse interagieren kann. Und was das für Erlebnisarten sind, die möchte ich Ihnen gerne ganz kurz vorstellen und im Nachgang kommen wir dann auch nochmal auf weitere Details. Insgesamt haben wir vier Erlebnisvarianten. Wir haben zum einen als erstes Exploria Game. Das ist Europas größter Escape Room. Und das ist keine Marketingfloskel, sondern das ist tatsächlich so. Wir haben lange recherchiert, ob es einen Escape Room gibt, der auf mehr Fläche sich präsentiert und der mehr Gäste gleichzeitig bedienen kann. Und wir sind nicht fündig geworden.
Wir haben Europas größten Escape Room jetzt hier nach Bottrop gebracht, auf 1600 Quadratmeter, mit insgesamt bis zu 300 Spielern, die gleichzeitig diesen Escape Room erleben können. Das ist Exploria Game, wo ich aber auch gleich nochmal ein paar mehr Details gebe. Wir haben Exploria Lab. Lab steht für Live Action Role Playing, Live Rollenspiel. Das heißt, wir bieten in dieser Kulisse nicht nur einen Escape Room an, den größten Escape Room, sondern auch aktives Live-Rollenspiel. Live-Rollenspiel, was das bedeutet, wie das funktioniert und für wen das geeignet ist, da werden wir heute den Vorsitzenden vom Deutschen Fachverband für Live-Action-Roleplaying haben, der uns darüber entsprechend berichtet. Dann haben wir Exploria Party. Wenn man schon eine außergewöhnliche Kulisse hat, eine wirklich außergewöhnliche Kulisse, dann muss man überlegen, wie man die maximal auch nutzen kann. Und für uns war einfach es absolut naheliegend, dass man dort dann eben auch abends entsprechende Motto-Partys feiern kann, die natürlich sehr authentisch in den 20er Jahren dann auch stattfinden. Das ist Exploria Party, eine Partyreihe, die in regelmäßigen Terminen dann auch hier stattfindet. Und Exploria Shoot, das ist ein Foto-Video-Training der 1920er Jahre, damit eben auch Sie zum Beispiel Ihr perfektes TikTok-Video oder Instagram-Foto in dieser Kulisse kostümiert auch erstellen können. Im Markt sind diese Art von Formaten keine Weltneuheit. Sie vermarkten unter dem sogenannten Instagram-Museum. Sie gibt es hier auch im Umfeld. In Köln ist zum Beispiel ein großes oder in Düsseldorf. Also das ist nicht eine absolute Weltneuheit. Die Weltneuheit, die haben wir, oder Europas größten Escape Room, haben wir mit Exploria Game. Aber es gibt kein Instagram-Museum der 1920er Jahre. Das ist dann schon auch das Besondere. Hier kurz zusammengefasst diese vier Erlebnisarten unserer neuen großen Attraktionen. Wir haben eben einen Escape Room, der von 10 bis 300 Spielern gleichzeitig erlebt werden kann. Kostümiert in dem Fall steht in Klammern, weil es Phasen geben wird, wo man eben nur kostümiert spielen darf, aber auch Phasen geben kann, wo man nicht kostümiert sein muss. So ähnlich wie wenn Sie in eine Therme gehen, da gibt es die FKK-Tage und die Textiltage. So gibt es hier in dem Sinn auch einmal mit und einmal ohne. Der Escape Room hat eben nicht nur die Aufgabe zu rätseln und Aufgaben zu lösen, sondern in diesem Straßenzug kann man auch handeln. Man kann konsumieren, Getränke konsumieren, Essen konsumieren. Man kann tatsächlich auch arbeiten und sich dann darin auch etwas erarbeiten. Man kann sich duellieren, Spaß haben und das alles auch zusammen. Was dieser Escape Room nicht ist, ist ein privates Erlebnis. Normalerweise sind Escape Rooms so, dass wenn eine Gruppe sich einbucht, 2 bis 8 Personen, dann in dem Sinne sind sie exklusiv in diesem Escape Room meist für 1 Stunde. Hier hat man keine Exklusivität, sondern man teilt sich diese große Kulisse mit allen anderen Teams gleichzeitig, die aber natürlich auch unterschiedliche Aufträge haben. Wir haben darauf Wert gelegt, auf eine maximale Mehrspielbarkeit. Also das Konzept ist darauf ausgelegt, dass man, wenn man einmal ein Erlebnis gemacht hat, immer wieder kommen kann. Man ist nie fertig. Es gibt nicht die Möglichkeit, es zu Ende gespielt zu haben. Es ist eine persistente Spielwelt, die sich stets weiterentwickelt, wie auch aus dem Online-Bereich man kennt, Multiplayer-Games, die nie ein wirkliches Ende haben, weil die Teilnehmer selbst das Spiel auch immer wieder weiterentwickeln. Für diese Mehrspielbarkeit haben wir auch eine Ingame-Währung eingeführt. Das heißt, man kann da drin auch tatsächlich Vermögen anreichern, kann das Vermögen bei der Bank einzahlen und kann dann auch nach einer gewissen Zeit wieder zurückkommen und das Vermögen abrufen. Ähnlich wie ein Speicherstand bei einem Computerspiel. Geeignet ab 10 Jahren und der Preis beginnt ab 18,90 Euro pro Person, wobei wir, damit wir auch die Berührungsängste oder Not, wenn man sagt, man weiß gar nicht, was hier einen erwartet, gehen wir an den Start und sagen, die ersten 15 Minuten sind gratis. Ich kann also reingehen, weil wir sagen, wir sind so überzeugt, wenn einer in dieser Anlage war, dann wird er spielen, dass wir sagen, komme rein, wir öffnen die Türen
die ersten 15 Minuten kosten dich gar nichts. Wann starten wir mit Explorer Game? Wir starten am 20. Mai und er wird verfügbar sein zunächst mittwochs bis Sonntag. Exploria Lab, da gehe ich ein bisschen schneller drüber, weil wir haben noch den Experten, der das im Detail vorstellen wird. Wir sprechen hier von ganzen Erlebniswochenenden, also einem Wochenende für 200 bis 300 Personen, die am Freitag kommen und am Sonntag wieder die Anlage verlassen werden, ausgenommen Übernachtung. Da arbeiten wir mit lokalen Hotels in Bottrop zusammen. Vorausgehen sind natürlich dort Workshops, weil wenn ich eine neue Rolle schaffen muss, muss ich ja wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Das wird dann dort sehr im Detail auch geschildert. Man spielt einen Charakter, den man sich vorher auch aussuchen kann, der teilweise aber natürlich auch empfohlen wird, aber mehr dazu auch später. Es geht nur kostümiert, weil wenn ich in einer Anlage der 20er Jahre bin, dann kann ich nicht mit Turnschuhen und irgendwie T-Shirt dort eingehen. Wir haben wechselnde Programme, das heißt, es ist nicht immer das gleiche Live-Rollenspiel, es steckt sehr viel Arbeit dahinter, das zu konzeptionieren, die man dann eben auch wahrnehmen kann, auch für verschiedene Zielgruppen. Dieses Wochenend-Erlebnis-Ticket startet jetzt zur Einführung bei 200 Euro pro Person und geht dann hoch auf einen regulären Preis von 350 Euro inklusive Essen und Getränke für diese 3 Tage. Start ist hier der 6. bis 8. Mai und dann der nächste Termin ist der 3. bis 5. Juni. Also es geht nicht jedes Wochenende, sondern es sind natürlich ausgewählte Termine. Als nächstes haben wir Exploria Party. Hier ist ja, der Tanz und die Lust im Vordergrund. Wir haben ein jährliches Unterhaltungsprogramm, wir haben Livebands, wir haben Tänzer und Tänzerinnen aus ganz Deutschland oder auch über den Grenzen von Deutschland hinaus, die in dieser Welt der 20er Jahre auch ihr Geschäftsmodell haben oder ihren Schwerpunkt auflegen. Also wir haben absolute Profis aus den 20er Jahren dann auch hier, die als Künstler dann diese Partys auch mit untermalen. Bis zu 300 Personen, auch hier nur kostümiert und wir haben ein Event pro Quartal. Ticketpreis ab 24 Euro bei Early Bird Ticket. Die erste Party findet statt am 18. Juni. Und zuletzt Exploria Shoot, ein Foto-Video-Trail der 20er Jahre für das perfekte TikTok-Video, für das perfekte Instagram-Foto. Kinder bis 6 Jahren sind frei, also bei Familienfotos, auch Familienfotos natürlich geeignet. Wir haben Beauty-Stationen und Umkleidekabinen, damit man eben auch das perfekte Foto auch gut vorbereiten kann. Die Fotopoints, wir werden immer mehr neue Fotopoints dazunehmen. Wir kündigen erstmal 10 an oder 10 oder mehr, wahrscheinlich werden es deutlich mehr. Einlass alle 10 Minuten, maximal 2 Stunden vor Ort. Und auch hier haben wir mehrere Eventtage pro Monat mit einem Startpreis von 19 Euro pro Person. So, das waren die 4 Erlebnisvarianten. Vielleicht noch ein Wort dazu, warum macht man denn hier 20er Jahre rein und nicht irgendwie neues Harry Potter oder etwas anderes Fantasy-mäßiges? Wir haben uns aus verschiedenen Gründen ganz bewusst dafür entschieden, warum wir hier auf 20er Jahre gehen. Denn wir bieten eine Welt an, in die man eintauchen kann. Und es ist ein bisschen naheliegender und ein bisschen einfacher, sich in die 20er Jahre zu versetzen, die man vielleicht sogar noch von seiner Urgroßoma kennt oder vielleicht sogar noch Gegenstände zu Hause hat, die vielleicht auch so alt sind, als wenn wir jetzt in einen Fantasy gehen würden, wo man sagen muss, okay, wie müsste ich mich denn kostümieren und so weiter. Vielleicht müsste man sich viel mehr schminken. Man kann ja in die 20er Jahre eintauchen, ohne sich zu schminken und ohne ein aufwendiges Kostüm zu haben. Also der Einstieg in diese Welt war ein wichtiges Kriterium, dass man sagen kann, was wählen wir für ein Genre, aber trotzdem muss es mir natürlich maximal weit weg sein von dem üblichen Alltag. Und Leute vor 100 Jahren haben definitiv anders gelebt wie heutzutage. Dann gibt es eine sehr erfolgreiche oder die erfolgreichste Fernsehserie aus Deutschland, Babylon Berlin, seit 2017 auf dem Markt. Und wir haben heute, dieses Jahr, 2022, kommt auch nochmal eine neue Staffel raus. Und da schließen wir uns natürlich auch marketingmäßig ein Stück weit daran an. Babylon Berlin hat über 15 Millionen deutsche Bundesbürger geschaut. Also es ist nicht irgendeine Serie, sondern es ist eine sehr bekannte und erfolgreiche Serie, die noch nicht zu Ende ist. Und natürlich auch Wettbewerbsanalysen zu sagen, was gibt es schon, was gibt es noch nicht.
dass wir in diesem Bereich der Erste sind. Und so kamen wir dann eben auf die 20er Jahre. So, das war schon mal der erste Schritt, zu sagen, mal kurz zusammengefasst, was wir hier vorhaben. Wir würden jetzt dann noch ein bisschen in die Details eingehen. Ich möchte aber jetzt erstmal wieder an den Wilhelm abgeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aber jetzt geht es ja darum, ein bisschen in die Tiefe von Exploria zu gehen. Und wir haben ja vorhin schon gehört, ein Teil von dem Konzept Exploria ist zum Beispiel Exploria Lab. Und es wurde ja schon erklärt, was Lab bedeutet. Mancher denkt jetzt vielleicht, das ist irgend so ein Zusatzstoff in einem Joghurt. Aber nein, Lab steht für Live Action Roleplay, also Live-Rollenspiele. Und da haben wir einen Experten mit an Bord. Den möchte ich jetzt nach vorne bitten als nächsten Redner. Und zwar ist dieser Redner, ich darf ihn ganz kurz schon mal nennen, es ist der Dirk, ich möchte jetzt auch den Namen nicht falsch sagen, Dirk Springenberg, schön, dass er da ist. Und er ist sowohl Vorstand im Deutschen Live-Rollenverband und er ist Mitgründer der Waldritter des Vereins. Waldritter, das erklärt er Ihnen wahrscheinlich auch, was es damit auf sich hat. Ich würde sagen, schön, dass er da ist, denn er ist auch Mitgestalter und Mitkonzeptionist für Exploria Lab. Deswegen gebe ich das Wort jetzt sehr gerne an Dirk Springenberg. Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Dirk Springenberg. Ich bin Vorsitzender des Deutschen Live-Rollenspielverbands und Mitbegründer der Waldritter. Wir machen Live-Rollenspiele. Das ist erstmal ein Nischenhobby in Deutschland. Man schätzt ungefähr, dass es 100.000 Live-Rollenspieler in Deutschland gibt, die in unterschiedlichen Genres dieses Spiel betreiben. Es gibt Science-Fiction-Settings, es gibt Fantasy, das ist eigentlich so der Ursprung des Live-Rollenspiels auch in Deutschland. Und es gibt große Veranstaltungen, die sehr viel von Ehrenamtlichen getragen werden und durchgeführt werden, also ehrenamtlichen Organisatoren, die dann große Spiele machen mit bis zu 400 oder auch die großen kommerziellen Spiele mittlerweile bis zu 8000 Teilnehmern. Man muss sich das so vorstellen, dass bei einem Live-Rollenspiel die Teilnehmenden die ganze Zeit eine Rolle spielen. Das heißt, also, sie bekommen einen Charakter, machen sich einen Charakter selbst. Meistens ist es so, jetzt in unseren Spielen, dass sie einen Charakter bekommen, der in dieses Setting passt und der angepasst ist an andere Charaktere, die mitspielen. Das heißt, wir machen ein ganzes soziales Netzwerk von Charakteren. Es geht nicht darum, dass es einen Charakter gibt, der hier spielt, sondern wir wollen eine Stadt bespielen. Das heißt also wirklich ein immersives Erlebnis haben, wo die Teilnehmenden eintauchen können und ein ganzes Wochenende in das Spiel hineinkommen und die Welt um sich herum vergessen. Nichts weniger als ein Anspruch. Und sie sollen halt unbedingt wiederkommen wollen. Das heißt, die Leute werden Erfahrungen machen in diesem Spiel. Schöne Erfahrungen, sie werden herausgefordert. Es gibt, Herr Streeck hat es gerade wunderbar erzählt, ich kann ihm eigentlich kaum was hinzufügen, was so die Erfahrungen sind, die in diesem Spiel gemacht werden. Also die in unterschiedlichsten Rollen, aus der High Society bis zum Lumpenproletariat, ja, kann man in dieses Spiel eintauchen und Erfahrungen aus den 20er Jahren machen. Es sind nicht die wirklichen 20er Jahre, sondern es ist natürlich eine Spielvariante. Und es geht darum auch, dass natürlich jeder Teilnehmende Spaß an dieser Veranstaltung auch hat. Deshalb kommt auch die Party nicht zu kurz. Und alles das, was der Michael eben auch gezählt hat, an Einzel-Events, die gemacht werden, die Party und sowas, sind alles auch integrale Bestandteile des Live-Rollenspiels. Und das an einem ganzen Wochenende, über wirklich von morgens bis in den tiefen Abend hinein, das zu spielen und einen Charakter zu spielen. Gucken wir uns mal an, was das überhaupt ist. Also Sie kennen das vielleicht, Sie waren vielleicht schon mal in einem Freizeitpark, haben eine wunderschön gestaltete Kulisse und gehen dann durch und denken, ach, wäre das schön in dieser Kulisse, einzutauchen und hier irgendwelche Spiele zu machen. Das wäre toll, also einfach ein Teil dieser Kulisse zu werden, da mitspielen zu können, eine tolle Burg oder ein Schloss und dann sich in der Fantasie in diese Geschichte zu begeben. Oder Sie gucken sich einen Film an und sagen, zum Beispiel die Fernsehserie Babylon Berlin, und sagen, ich möchte da mitmachen, ich möchte Teil dieses Films sein, dieser Geschichte. Genau das macht Live-Rollenspiel. Live-Rollenspiel bietet an, die Organisatoren, das sind in unserem Fall in enger Kooperation mit der Eloria Erlebnisfabrik, die Waldritter, die schon seit über 25 Jahren Erfahrung haben, also Gründer auf jeden Fall, also 25 Jahre Erfahrung in der Konzeption und in der Durchführung von Live-Rollenspielkonzepten. Wir zusammen werden eine Geschichte geben.
der 20er Jahre. Das wird nicht eine Geschichte, sondern es werden bis zu 300 Geschichten, die wir erzählen wollen. Für jeden Charakter, der dort kommt, er wird ein individuelles Erlebnis haben. Zugeschnitten auf den Charakter, den diese Person bekommt. Die Charaktere, die verteilt werden, werden auf die Teilnehmenden gematcht. Wir haben eine Art Charaktercasting. Wir haben 300 Charaktere, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Es gibt introvertierte Charaktere, es gibt extrovertierte Charaktere, es gibt Charaktere, die sehr viel Spieleinsatz benötigen, es gibt welche, die eher im Hintergrund sind, eher Zuschauer sind in diesem Setting und die keine großen Anforderungen an Schauspiel haben unbedingt. Jeder Teilnehmende, der an diesen Wochenenden teilnimmt, kann so tief in diese Geschichte eintauchen, wie er oder sie das möchte. Das ist genau der Anspruch. Wir werden so ähnlich, wie Sie das in, vielleicht in Fernsehserien kennen, Westworld vielleicht ist eine bekannte Serie, die vielleicht hier einige Leute kennen. Es gibt die Möglichkeit, in eine Rolle einzutauchen und so tief, wie man will, da einzutauchen. Also die ganzen Elemente dieser Rolle auszutesten, Drama zu erleben, Geschichten zu machen, Armut, das hat der Herr Strehl gerade gesagt, ja, Armut zu erfahren, wenn man das will, keine wirkliche Armut zum Glück, aber die gespielte Armut in diesem Spiel. Oder man ist Teil der High Society, des Adels. Der Adel ist in den 20er Jahren natürlich entmachtet und hat überhaupt nicht mehr seine Power, die er halt vorher hatte. Aber diese ganzen Dinge kann man entdecken in diesem Spiel. Es geht darum, dass man das ganze Wochenende, wie gesagt, individuell ein Erlebnis hat. Und am Ende kommen halt diese 300 Geschichten raus. Wenn man nachher fragt, was haben die Leute erlebt, das können wir gar nicht zusammenfassen. Weil jeder seine eigene Geschichte hatte und jeder ist der Hauptdarsteller in seiner Geschichte. Das ist also das genau, was wir erzeugen wollen. Wir wollen ein fantastisches Erlebnis machen, was sowohl alte Hasen aus den Live-Rollenspielen vollkommen fasziniert, weil diese Location ist einzigartig. Ich behaupte sogar einzigartig in der Welt. Es gibt Leute, die mir schon gesagt haben, ist das eine Filmkulisse? Da sagen wir, nein. Das ist eine Kulisse, die man vollkommen bespielen kann. Jedes Ding, was in dieser Kulisse ist, ist ein Spielelement. Das heißt, wir können wirklich die Leute reinziehen in diese Geschichte mit allem, was wir hier haben. Es ist keine Kulisse, die man nur anschaut. Es ist eine Kulisse, mit der man spielen kann. Und die selber zum Schauspieler, Schauspieler in diesem ganzen Event wird. So etwas gibt es nicht. Die Landfrauenspieler mieten sich Jugendherbergen ein oder haben vielleicht eine 20-Jahre-Location, die sehr schön ist, ein schönes altes Haus, aber es ist ein Haus. Was wir hier haben, ist ein ganzer Straßenzug mit allen Dynamiken, die ein Stadtviertel, was wir hier bespielen, bietet für das Spiel. Es wird also sowohl für die alten Hasen aus den Live-Rollenspielen, wie auch für, wir nennen sie die Casuals, Leute, die noch nie Kontakt hatten mit Live-Rollenspielen, eine einzigartige Erfahrung. Wir werden nach dem Wochenende herauskommen und sowas haben sie noch nie erlebt. Eine wirklich einzigartige Erfahrung und wir wollen nichts Geringeres als diese Rückmeldung halt von allen Spielern zu erhalten. Also dass sie sagen, das ist das Tollste, das Intensivste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Nicht mit einem geringeren Anspruch gehen werden diese Events erwarten. Ein ganzes Wochenende ist natürlich sehr anstrengend, das heißt wir haben eine gute Vorbereitung für die Spieler. Wir achten auch auf ihre Gesundheit und darauf, dass sie natürlich auch im Spiel auch nicht zu tief vielleicht einsteigen, dass sie auch Ruheräume haben, wenn sie halt das Spiel zu viel wird. Wir achten darauf, dass halt das Spiel wirklich so angepasst wird auf die Intensität, wie jeder Teilnehmende, jede Teilnehmerin das auch gerne erleben möchte. Also wir werden niemanden überfordern in dieser Geschichte, aber wir werden sie fordern. Das wird sehr, sehr spannend werden und ich lade Sie alle dazu ein, an den Events teilzunehmen. Das ist eine Erfahrung, die Sie noch nie gemacht haben. Wahrscheinlich, wenn Sie noch nie ein Live-Rollenspiel gemacht haben, es ist fantastisch. Es ist wie in einen Film einzutauchen. Eine ganz neue Erzählform neben Spruchwesen, neben einem Film, das Live-Rollenspiel noch eine immersivere Art und Weise. Wir haben ein paar Bilder aus unserem Alpha-Test. Wir haben, für uns ist es auch natürlich neu, weil es eine einzigartige Location ist. Deshalb testen wir das Spiel auf Herz und Nieren. Wir haben schon im Februar einen Alpha-Test gemacht für das Spiel. Erstmal mit einer geringeren Zahl und auch mit drei Spielern, die
uns halt wirklich Rückmeldungen gegeben haben, haben gesagt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wir werden jetzt in den nächsten beiden Terminen auch nochmal eine Testvariante haben, wo wir halt weiter ausprobieren. Und im August starten wir mit dem großen Konzept. Und es wird ein auf Herz und Nieren geprüftes Konzept. Man muss sich vorstellen, dass gerade große Konzerne auch Interesse haben, um live zu spielen. Also zu nennen ist da der Disney-Konzern. Disney hat Leute nach Europa geschickt, weil Europa eine führende, also ja, die führenden Live-Rollenspielveranstalter sind, und hat ihre Scouts nach Europa geschickt, um zu sehen, wie Live-Rollenspiel funktioniert, und hat diese ganzen Ideen des Live-Rollenspiels mit in ihren Themenpark, in den Star Wars-Themenpark gezogen. Und da hat jetzt auch vor kurzem der große Park eröffnet, mit Übernachtung und mit Live-Rollenspiel. Das heißt also, wir sind hier gerade auf dem Top weltweit, also ähnlich mit unserer Location hier auch. Also das heißt, für den normalen Menschen Live-Rollenspiele anzubieten, ohne dass sie sich erstmal in irgendwelchen Nerdkreisen aufhalten müssen und so weiter. Was die Vorteile des 20-Jahres-Settings ist, dazu hat Michael schon ganz viel erzählt, wir haben einen ganz geringen Einstiegslevel. Leute kommen vorbei, das ist cool. Also sie tragen coole Kleidung, nichts Albernes, man muss sich nicht albern fühlen. Das heißt also, jeder, der in das Spiel reinkommt, kann gar nichts falsch machen. Man denkt jetzt, ach, ich muss rein in die Geschichte werden, ich muss irgendwie Texte vielleicht auswendig lernen in meiner Rolle, aber das braucht man alles nicht. Man kommt rein und man bekommt eine Charakterbeschreibung von uns, wo ganz grob drin steht, was ist mein Charakter? Was sind so die Eigenarten des Charakters? Und dann spielt man ihn und interpretiert ihn, wie man das möchte. Es gibt Verknüpfungen der Charaktere untereinander. Das heißt, ich komme hin und bin nicht alleine. Das heißt, wenn ich mich selbst alleine anmelde, habe ich sofort bei den Workshops, wo Michael auch schon von erzählt hat, eben soziale Verknüpfung. Ich habe eine Peer Group, in die ich mich zurückziehen kann. Ich lerne sofort in den ersten Stunden Menschen kennen, die auch dasselbe tun, natürlich in den nächsten Tagen, was ich auch selber tun werde. Und das gibt schon mal eine enge Verknüpfung. Man wird niemals alleine lassen. Man muss keine Texte auswendig lernen oder irgendwas. Alles das, was ich in dem Charakter mache, mache ich, und das ist, man kann nichts falsch machen. Eine Spielleitung beobachtet das Spiel und sorgt auch für die Sicherheit. Es gibt Kamerabeobachtung auch. Also wir sind ja in den 20 Jahren, der Spieler hat es eben ja auch nochmal gesagt, die 20 Jahre haben auch so ein bisschen ein verruchtes Image. Wir gehen auch, wir spielen mit diesem Image und wir machen auch Shows, wir haben Künstler. Das Spiel ist auch ab 18 Jahre. Das heißt, um auch Erwachsenen-Themen zu behandeln. Wir werden nicht, also Michael hat es eben ja auch gesagt, verglichen mit dem FKK-Bereich, es gibt keine Nachteil für Spiele oder ähnliches. Wir halten uns immer an einem ordentlichen Rahmen, aber es wird mit ganz vielen Emotionen gespielt. Die Emotionen, die ich erlebe, sind echt. Um dieses Spiel sicher zu gestalten, gibt es eine Spielleitung von erfahrenen Spielleitern, die das schon seit 25 Jahren machen, die die Sicherheit in diesem Spiel garantieren. Wir beobachten das Spiel aus dem Spiel heraus, wir haben ein Kamerasystem, es gibt keine dunklen Ecken, wo irgendwie irgendwas passieren kann, was einem Spieler, einer Spielerin zum Beispiel nicht gefällt. Wir haben also ein sehr rundes Spielkonzept, was in Europa, ich würde sagen, in den 20er Jahren auf jeden Fall einmalig ist, in dieser fantastischen Kulisse. Wir werden noch weitere Themen haben. Also wir haben dieses Stadtspiel jetzt ja für Erwachsene konzipiert, was im August jetzt starten wird. Wir haben aber auch weitere Konzepte, wo wir mit Familien auch spielen werden. Angedacht ist ein Weihnachtsspiel in der Weihnachtszeit, wo wir dann auch wieder mit ein bisschen Märchenelementen spielen. Die Weihnachtsgeschichte aufgreifen, in die 20er Jahre versetzen und damit auch ein Angebot für Familien. Das ist auch unsere Eigenschaft als Waldritter für ganz unterschiedliche Zielgruppen mit einem hohen Anspruch, auch einem Bildungsanspruch, in solche Konzepte hineinzugehen. Der Bildungsanspruch geht hier leicht zurück, aber die Waldritter können nicht anders, als immer noch einen Zusatzzweck da reinzubringen. Das heißt, also, es wird nicht nur eine fantastische, immersive Erfahrung, sondern wahrscheinlich vielleicht auch noch irgendwie lehrreich, ohne da einen Zeigefinger zu geben oder dass es irgendwie aufdringlich irgendwie daherkommt. Wir haben schon Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Sachen. Wir haben schon ein großes Schiff gemietet, das größte Museumsschiff in Deutschland, die Mölders in Wilhelmshaven, haben da ein Raumschiff ausgebaut.
Das heißt, wir haben schon mit unterschiedlichen Settings gearbeitet und sehr, sehr gute Erfahrungen, auch mit Live-Rollenspielern und Nicht-Live-Rollenspielern. Wir setzen Live-Rollenspiele, wie gesagt, im Bildungsbereich ein und haben dann die besten Erfahrungen gemacht. Die Rückmeldung, also wenn die Leute nicht vollkommen begeistert sind von einer unserer Veranstaltungen, dann sind wir enttäuscht. Dann müssen wir immer gucken, was wir falsch gemacht haben. Live-Rollenspiel ist eine wirklich intensive Erfahrung. Wie gesagt, Sie sind herzlich eingeladen, auch daran mitzumachen, sich das anzugucken. Sie sehen das in Szenen auch aus dem Alpha-Test, den wir gemacht haben. Das sind Spielszenen aus dem Spiel auch. Das heißt, jeder bekommt ein, also jeder bringt sein Kostüm mit. Wir haben ein Kostüm-Guide, wo wir Anleitungen machen, wie man sehr einfach auch ein 20er-Jahre-Kostüm sich erstellen kann. Meistens schon mit vielen Dingen, die man schon selber im Stand hat, zur Verfügung hat. Viele Sachen eignen sich für die 20er Jahre und vielleicht das ein oder andere Accessoires kann man sich dann nochmal besorgen und bringt sein Kostüm dann mit, was zu seiner oder ihrer Rolle passt. Dann haben wir nur verkleidete Menschen in diesem Spiel. Das heißt, man taucht in dieses Spiel ein, sitzt in der Bar, es ist so viel Spiel um einen herum. Jeder Charakter hat eine eigene Motivation, in diesem Spiel Dinge zu tun. Wenn man sich vorstellt, dass nachher 300 Leute da sind, die alle eine eigene Motivation haben, was für ein Leben in dieser Stadt braucht. Ja, wir werden uns ja später die Kulisse nochmal anschauen. Stellen Sie sich vor, dass da 300 Leute im Kostüm sind, die diese Kulisse leben und dass sie ein Teil davon sind. Das ist phänomenal. Aber erstmal ganz lieben Dank an Herrn Springer für die Vorstellung. Dankeschön. Und ich bin ganz wichtig, was Herr Springer gerade gesagt hat. Wir können jetzt sehr viel, hier steht jetzt weitere Details, dazu kommen wir nämlich sofort. Wir können jetzt sehr viel über Exploria reden und Bilder zeigen, aber ich glaube, am interessantesten für Sie und am besten für Sie, um es wirklich zu präsentieren, ist es, wenn wir uns Exploria jetzt einmal gemeinsam ansehen, denn ich denke, danach wird es noch viel besser sein, auf die weiteren Details mit Herrn Bierhan einzugehen, um dann noch mit Herrn Springberg oder Herrn Bierhan Fragen zu klären. Deshalb, meine Damen und Herren, würde ich Sie jetzt langsam bitten, sich ein wenig zu erheben. Nein, wir werden jetzt nicht singen. Wir gehen jetzt in Exploria rein. Wir haben also hier ein Hotel, wir haben hier eine Detektei für einen Privatdetektiv und wir haben hier ein öffentliches Wohnhaus, in dem man dann eben auch ganz normal reingehen kann, wenn man denn eingeladen ist, weil auch schon früher ist man nicht einfach. Ja, ich stehe jetzt hier in einem Original Ford T. Roadster, Baujahr 1918, aus Amerika importiert, der ursprünglich auch noch fahrbereit war, aber jetzt ein Kulissenfahrzeug auch entsprechend ist. Aber sowohl die Lenkung als auch manche Elektronik funktionieren weiterhin. So wird dieses Fahrzeug auch nicht immer nur hier stehen, sondern sich auch in der Kulisse bewegen. Zum Beispiel durch diese Toren geht es in einen Hinterhof und dort ist eigentlich die Garage dieses Fahrzeugs. Ja, wir sind hier auf dem Marktplatz. Hier auf diesem Marktplatz kann man dann eben sich auch zentral Informationen holen, die es halt hier in dieser Stadt so zu erleben gibt. Wir haben hier also zum Beispiel eine Litfaßsäule. Auf dieser Litfaßsäule werden sehr viele Informationen stehen, die man sich anschauen kann, von Veranstaltungen oder eben auch über zum Beispiel Escape Room Aufgaben, die ich dann entsprechend lösen kann. Also eine Möglichkeit, hier zum Beispiel zu starten, ist auch zu sagen, ich komme hier rein mit einem Missionsticket von Exploria Game und der Auftrag heißt, gehen Sie an die Litfaßsäule und informieren Sie sich über XY. Und dann habe ich dort eben als Beispiel, wird jemand gesucht, die Sippe, und dann ist mein Auftrag, die Sippe entsprechend zu finden. Ich könnte aber auch zum Kiosk gehen, vom Inhaber Franz Mayer, und in diesem Kiosk eben auch zum Beispiel etwas kaufen oder ihn einfach auch fragen und zu sagen, was kann ich denn hier so tun? Wie man halt früher vielleicht auch mit dem einen oder anderen ein bisschen geplaudert hat, so kann man auch ihn einfach fragen und sich den einen oder anderen Tipp geben lassen. In jeder Stadt herrscht natürlich auch ein Stück weit Zucht und Ordnung. Deswegen gibt es eine Polizeistation, deswegen gibt es Polizeibeamte. Und was passiert,
wenn jemand vielleicht nicht zuhört oder nicht sich an die Regeln hält, er kommt ins Gefängnis. Und Herr Oberwachtmeister, vielleicht öffnen Sie mal das Gefängnis und präsentieren auch mal, was dann jemanden blüht, der vielleicht sich nicht an die Regeln hält. Die Aufgabe, meinen Freund zum Beispiel aus dem Gefängnis zu befreien, und die Gruppe, die spielt, teilt sich am Anfang. Einer wird im Gefängnis platziert und die anderen haben die Aufgabe, ihn aus dem Gefängnis zu befreien. Bei Exploria Shoot, unserem Instagram, TikTok Museum, kann ich eben zum Beispiel schöne Fotos und Videos machen, wie ich zum Beispiel selber gerade in dieser Zelle gefangen bin. Also je nach Betriebsart habe ich unterschiedliche Möglichkeiten, hier in dieser Kulisse zu interagieren. So, wir würden jetzt weitergehen, weil wir sind noch lange nicht am Ende. Früher war es so, dass das Nachtleben verruft war. Und das Nachtleben, das war nicht immer auch so öffentlich. Es war gerne auch so ein bisschen unter der Hand. Es gab früher sogenannte Flüsterbars. Also Bars, das Nachtleben war nicht schön präsentiert, zu sagen, hier hingehen, sondern es war auch mal in der einen oder anderen geheimen Location. Und so hat auch diese Stadt eine Bar, in der man Tanz und Tänzerinnen, in der man Musik, Livebands erfahren kann. Aber in diese Bar muss man wissen, wie man reinkommt. Und ich kann es Ihnen verraten, und der Polizeiobermeister wird Sie auch dort reinführen. Es geht durch dieses Gebäude hier durch, wo man sich auch über den Schmetterling und verschiedene Tiere und Bibliotheksinformationen holen kann. Wenn man Bescheid weiß, geht man durch dieses Gebäude und landet dann auf einmal in einer Bar. Und wir treffen uns jetzt alle gleich in dieser Bar und der Oberwachtmeister einmal durchgeht durch dieses Gebäude. Aber doch auch hier wird man dann wahrscheinlich die Abendstunden auch ordentlich zelebrieren und feiern. Hier, wo ich stehe, hier war eben schon auch zu unserem Alpha-Test eine reminierte Liveband der 20er Jahre. Wir werden auch bei der nächsten Veranstaltung einen Klavierspieler haben. Das Klavier ist nicht nur Deko. Und hier eben auch Tanzveranstaltungen durchführen. Aber wenn wir hier zum Beispiel Exploria Party haben, also eine Party durchführen, dann findet die natürlich nicht nur in dieser Bar statt, sondern einfach in der gesamten Anlage. Aber natürlich muss man auch natürlich nach gewissen Regeln auch spielen. Also Lustbarkeit, Tanz und Gesang ist natürlich hier hauptsächlich in dieser Bar, aber natürlich eben auch in den anderen Räumlichkeiten. Bis zur Eröffnung wird aus dieser Bar eine echte Bar, also komplett mit allem drum und dran, von Kühlgeräten und so weiter, dass man hier auch dann wirklich auch konsumieren kann. Wir bieten diese Räumlichkeit hier zum Beispiel auch für private Feiern zum Beispiel an oder auch für Teambuilding-Maßnahmen, die gesamte Anlage. Also wir sind sehr flexibel, wie wir diese Stadt der 20er Jahre eben auch, was man hier zelebriert und auch tun kann. Also wenn jemand Interesse hat, gerne auch einfach direkt anfragen. Ja, wir sind jetzt hier also in der Flüsterbar, also ein geheimer Ort, in dem man trifft und vielleicht auch seinen nächsten Deal bespricht oder in dem Sinne seine nächste Aufgabe sich geben lässt. Und wenn man dann hier seine Geschäfte gemacht hat und Informationen gesammelt hat, dann geht man eben auch entsprechend weiter. Und diese ganze Stadt, die hat eben nicht nur Polizisten und Regeln und etwas zum Erleben, sondern es gibt natürlich auch den bösen Untergrund. Es gibt die Gangster, es gibt die Kultisten, die entsprechend ja auch mit, zum Beispiel mit Schutzgeld oder anderen Themen hier eben in der Stadt auch wirken. Und wir gehen jetzt dorthin, wo sich die Gangster entsprechend treffen, in die Gangsterzentrale. Und da würde ich sie jetzt einfach mitbegleiten. Und es gibt geheime Gänge aus dieser Bar auch. Die würde ich aber jetzt gerne im Moment noch nicht zeigen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zu dem Weg raus, wo wir reingegangen sind. Wenn wir hier zum Beispiel Exploria Game anbieten, also den Escape Room Modus, dann gibt es zum Beispiel die Aufgabe, ein entsprechendes Gegengift zu finden, weil man in der Bar vergiftet wurde. Und dann kann man hier hingehen, hier ist dann jemand, und mit ihm auch interagieren, ihn vielleicht bezahlen oder bestehlen, um dann eben auch entsprechend ein Gegengift auch zu bekommen, damit man hier dann diese Mission auch erfüllen kann.
wenn hier zum Beispiel Exploria Shoot ist, also wenn man sagt, man macht sein eigenes perfektes Foto oder Video, dann wird das hier natürlich optimal ausgeleuchtet sein, dass man dann eben auch für sein Social Media Profil das beste Video macht. Hier in diesem Raum sind zum Beispiel sehr viele Escape Room Aufgaben und Geheimverstecke, die man dann eben auch herausfinden muss. Wir gehen jetzt in den nächsten Raum, wo wir gehen, das ist eine Großküche, denn natürlich diese Stadt, die braucht ja auch Gastronomie. Und was wir noch nicht heute haben, aber geplant und konzeptioniert ist, ist ein geheimes Casino. Und dieses geheime Casino, in dem dann auch in diesem Spiel Glücksspiel möglich ist, auch das muss natürlich mit gastronomischen Angeboten versorgt werden. Und jetzt gehen wir in eine Küche, die darauf ausgelegt ist, diese Stadt mit Essen zu versorgen. Natürlich in dem Spiel. In den Spielen ist es hier zum Beispiel auch ein Drogenumschlagsplatz. So gibt es hier zum Beispiel geheime Becher oder auch einfach geheime Pakete für Drogen zum Beispiel, wo ich dann im Spiel zum Beispiel eben entweder selber mich zu den Bösen wende und Drogen deale oder eben zu den Guten bin und die Polizei mit einschalte, um hier entsprechend dann auch eine Razzia durchzuführen. Und so muss ich auch wieder eine Entscheidung treffen, auf welche Seite gehe ich oder wen verrate ich, wer ist mein Freund. Und das alles sind Entscheidungen, die man hier natürlich in Exploria spielerisch auch treffen kann. Je nachdem, in welcher Erlebnisart man ist, also ob man den größten Escape Room Europas spielt oder ob man eben ein Live-Rollenspiel-Event ist. Im letzten Live-Rollenspiel habe ich mitgemacht und das Ende des Spiels habe ich hier eingeschlossen an dieser Schlachtbank verbracht, weil nämlich ein Gangsterboss persönlich auf mich aufgepasst hat, dass ich das Spiel auch hier drin beende. Das kann hier eben auch passieren. Wir sind jetzt noch nicht am Ende. Ich würde aber jetzt gerne die allgemeine Führung jetzt hier trotzdem beenden. Wir haben vorne auch noch für Sie Informationen. Sie kriegen von uns auch einen Grundriss, wo Sie sehen, wo wir hier agieren. Aber wir möchten einfach auch Räumlichkeiten haben, die noch von niemandem gesehen wurde, weil das steigt natürlich auch das Interesse, hier selber auch einzusteigen und dann eben auch Räume auch kennenzulernen. Seien Sie gewiss, wir haben nicht alles gezeigt, weil wir möchten auch wirklich Interesse wecken und vor allem eben auch mit Video und Bildmaterial in der Öffentlichkeit dann auch zur richtigen Zeit rauskommen und etwas zeigen, was so noch keiner gesehen hat. Wir haben auch gleich erstmal auch noch ein Video, was ich Ihnen zeigen möchte, aber ich starte zunächst erstmal für die eigene Orientierung mit einem Grundriss dieser Attraktion Exploria, den ich Ihnen jetzt dann auch ganz kurz mit vorstellen möchte. So, neben dem Grundriss, dass Sie ungefähr eine Orientierung haben, würde ich Ihnen jetzt einmal ein Video zeigen, was einfach auch die Möglichkeiten von Exploria Stück weit zusammenfasst. Thank you.
fragen, wann geht denn alles los? Alle Tickets für alle Veranstaltungsvarianten können ab dem jetzigen Zeitpunkt gebucht werden. Die Webseite haben wir heute um 14 Uhr live geschaltet. Wenn Sie jetzt auf eloria.de gehen, können Sie für alle Erlebnisse bereits jetzt in diesem Moment Tickets kaufen. Wann startet es? Also Ticketverkauf sofort. Und wann kann man sein Ticket einlösen? Wir starten am 6. Mai mit einem weiteren Veteran von Exploria Lab, dem Live-Rollenspiel-Erlebnis. Also mit ein Stück weit dem massivsten und dem intensivsten, was Explorer zu bieten hat, starten wir eben direkt am Wochenende 6. bis 8. Mai. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Hier ist noch eine Feinheit, die es wert ist, auch zu erklären, in der Erlebnisart Exploria Game. Bei Exploria Game, Europas größten Escape Room, gibt es keinen Anfang und kein Ende. Ich kann jederzeit reingehen und ich kann unheimlich viel erleben. Wir werden mehr wie 500 Escape Room Elemente, Rätsel in Exploria integriert haben. Und wir haben verschiedene Arten, wie man dort den Escape Room erleben kann. Wir würden jedem empfehlen, mit einem Missionsticket zu starten, also ein Stück weit geführt. Also ein klarer Auftrag, ein klares Ziel, was vorher bekannt ist, was man sich aussuchen kann. Und dann geht man in die Attraktion rein und erfüllt dieses Ziel. Finde den Mörder, finde eine geheime Sammlung oder ein Highscore-Game zu sagen, verdiene maximal viel Geld innerhalb von einer gewissen Zeit. Das ist ein Missionsticket und wir haben zwei Missionstickets im Moment freigeschalten. Das ist einmal das Kindermissionsticket für Kinder eben, als auch das Erwachsenenmissionsticket. Und ein Stück weit, wer auch Computerspiele von Ihnen spielt, kennt so Lernlevels. Am Anfang, wenn man ein neues Computerspiel hat, dann kommt man mal rein. Wie bewege ich mich? Wie funktioniert die Mechanik? Und das sind auch erste Missionstickets, um Erfahrungen zu sammeln. Wie funktioniert das denn hier? Aber grundsätzlich ist ja unser Ziel, eine Mehrspielbarkeit zu erzeugen. Wir wollen Stammkunden, wir wollen Jahreskarten verkaufen, Dauerkarten, die einfach sagen, ich komme hier immer wieder her. Und deswegen ermöglichen wir auch eben es zu sagen, Geldstände auch zu speichern. Es wird eine Liste geben, wer ist der reichste Bürger von Exploria. Umso mehr ich natürlich in Exploria lebe, umso mehr habe ich auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Manche von Ihnen kennen es vielleicht von früher aus der digitalen Welt. Eines der ersten Spiele in dieser Art und Weise war Second Life. Man konnte in Second Life agieren und dort dann auch Reichtum anreichern und verschiedene Prominente und so weiter haben dann dort eben auch ihre eigene Präsenz gemacht. Brandaktuell ist aktuell Metaverse von Facebook, wo gerade viele Unternehmen sich versuchen auch zu platzieren. Und so werden wir auch Möglichkeiten bieten, zum Beispiel einzelne Gebäude, gerade bei der Mehrstöckigkeit, das dann eben auch Leuten auch exklusiv anzubieten. Teilweise kann man sogar mit dem Spielgeld kann man sogar Eigentum erwerben, also einen Untermietvertrag für eigenes Gebäude mit natürlich einer strengen Hausordnung, es auch zu betreiben. Aber wir haben die Möglichkeit, hier wirklich Leute auch direkt zu partizipieren dran, aber auch nur hier mit der Spielwährung. Das heißt, wenn ein Unternehmen etwas als Marketingplatz nutzen möchte, muss es Spieler beauftragen, die mit dem Startspielgeld in der Attraktion spielen, Geld verdienen, damit man mit dieser Ingame-Währung dann auch Besitz in dieser Attraktion erlangen kann. Grundsätzlich ist aber so, alles was in der Attraktion ist, bleibt in der Attraktion und es gibt hier eben den Eingang, es gibt zwei Schleusen, also wir achten darauf, dass natürlich keine Waffen und andere Sachen hier reingehen und es gibt einen anderen Ausgang und hier kontrollieren wir, dass natürlich nichts rausgeht, aber grundsätzlich ist in dem Sinne, also wir entscheiden natürlich, was reinkommt oder was zusätzlich reinkommt, aber es kann nichts mit rausgenommen werden, außer das eigene Kostüm. Für Leute, die aber mehr Erfahrung gemacht haben, sagen, Missionsticket ist für mich so ein bisschen, naja, ich will mich selber, ich will selber erleben, ich will selber entdecken, gibt es einfach Zeittickets. Und Zeittickets ist so ähnlich, ich mache mal das Beispiel, wenn Sie in eine Therme gehen, dann können Sie eine Eintrittskarte kaufen für eine Stunde und wenn Sie sagen, ich habe jetzt Lust länger zu bleiben, dann bleiben Sie einfach länger und zahlen danach nach. Oder Sie machen gleich eine ganze Tageskarte. Das heißt, es ist ein Stück weit wie ein Freestyle-Modus. Sie gehen in die Anlage rein und lassen sich treiben.
fragen den Kioskbesitzer, gehen an die Litfaßsäule, gehen in die Zeitungsredaktion, lesen Leserbrief und lassen sich dann von diesen Aufgaben und Zielen einfach auch treiben. Und wenn Sie keine Lust mehr haben, gehen Sie in die Bar, trinken ein echtes Getränk und hören echter Live-Musik entsprechend zu. Und später vielleicht machen Sie noch die eine oder andere Interaktion, die Ihnen dann spontan einfällt. Also wir haben die Möglichkeit, Missionstickets. Wir planen im Laufe des Jahres mit 10 verschiedenen Missionen, aber jedes Jahr wird es neue Missionen geben, es wird Missionen auch auslaufen, aber einfach so, dass Sie mal das Verständnis haben, wie wir bei Explore MBL eben auch planen. Und wir haben gesagt, die ersten 15 Minuten sind komplett kostenfrei. Das ist natürlich ein Zeitticket für 15 Minuten. Ich werde in 15 Minuten kein Escape-Spiel lösen können, aber ich werde interagieren können, mich frei bewegen können. Das ist in dem Sinne unser Versprechen. Jeder kann vorbeikommen ab dem 20. Mai und Exploria Game 15 Minuten kostenfrei erleben. Was kann ich sonstiges noch zu Exploria verraten? Werden wir dann danach ein Stück weit ans Ende kommen des offiziellen Teils und dann auch bilateral bzw. auch Fragen beantworten können. Beispielsweise Exploria liegt genau 100 Jahre zurück. Heute ist in Exploria der 31. März 1922. Das heißt, in circa 8 Jahren haben wir ein Problem, aber das lösen wir dann, wenn es soweit ist. Die Ingame-Währung ist nicht die Reichsmark oder die Goldmark, die es damals auch echt gab, sondern wir wollten uns davon auch von negativen Assoziationen auch lösen. Wir haben eine eigene Währung, das sind die Lorbas. Lorba ist echtes, produziertes Geld, geprägt, was ich wirklich auch massiv mit mir führen kann, indem ich in der Attraktion alles auch bezahlen kann. Man kriegt ein Startgeld, mit dem man eben mit diesem Startgeld dann auch in die Attraktion reinkommt. Explorer ist konzeptioniert für einen Dauerbetrieb. Vom Konzept her grundsätzlich jeden Tag im Jahr 23 Stunden, 7 Tage die Woche. Warum 23 Stunden? Der Gesetzgeber hat eine Sperrstunde, die für uns auch gilt, zwischen 5 und 6 Uhr ist niemand in der Attraktion. Aber ansonsten ist es grundsätzlich konzeptioniert, dass wir sagen, wir haben einen Dauerbetrieb. Mit dem starten wir am Anfang nicht. Wir starten erstmal von Mittwoch bis Sonntag, aber grundsätzlich ist die Anlage darauf ausgelegt. Und Explore hat eine Konzeption von Bauzeit von circa genau einem Jahr. Ich kann Ihnen auch verraten, warum wir vor einem Jahr im Mai 2021 gestartet, Mai 2021 gestartet waren. Das war der Zeitpunkt, der Tag, an dem der deutsche Staat unsere Finanzhilfe, unsere Novemberhilfe ausgezahlt hat. Wir haben im Mai unsere November und Dezember von dem Lockdown 2020 bekommen. Damit wussten wir, wir können weiter existieren. Und dann haben wir in dem Sinne gesagt, aber wie gehen wir dann jetzt mit dieser Lebensspritze entsprechend um? Und wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt eben entschieden, den alten Betrieb, den es hier früher gab, das Fußlabyrinth, nicht nochmal neu aufzubauen, weil der war nach 6 Monaten Betriebsschließung einfach auch in Grundstruktur erschüttert, sondern eben zu sagen, wir wagen etwas Neues, wir machen etwas, was es so noch nie gegeben hat. Und das war der Startschuss. Und jetzt fast genau ein Jahr später kann man als Gast hier in die neue Hauptattraktion reingehen. Ich habe mir sogar gesagt, dass es sich durchaus bei manchen Stücken um Hehlerware handeln könnte. Natürlich. Also ich hätte das nicht gedacht. Also, ja, na gut, aber das mag sein, aber ich als ehrliche Frau hätte doch niemals den Verdacht gehegt, so ohne jeglichen Grund dafür. Guten Tag. Ich kann es verstehen. Also das ist einfach nicht mein Metier. Ja, deswegen vermute ich auch sowas gar nicht. Ich gehe doch davon aus, dass unsere Nachbarn, die Bürger, mit denen wir hier tagtäglich zu tun haben, dass die doch rechtschaffende Menschen sind. Und jetzt muss ich erfahren, ach, dieser Mensch, der hat gerade zu mir gesprochen. Ich musste ihn wirklich darauf hinweisen, dass ich eine anständige Dame bin und dass ich keinen Kontakt mit ihm pflegen werde. Er hat sich einfach in Gespräche eingemischt, die ihn auch gar nicht angehen. Das klingt frech, definitiv. Sehr frech. Thank you.
feet to misbehaving now. Got a soul that's not forsaken now. I hope to win the new lowdown. Sehr gut. Und jetzt holen Sie sich vorne an der Bank über Münzen und dann spielen wir richtig. Ja, sehr gut. My feet in a trance, cause while I'm dreaming, I go into that dance. Once you hear that haunting strain to it, like a bet you'll go insane to it. Hi-ho, doing the new lowdown. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.